Einen Tag der offenen Tür veranstaltete das Hans-Böckler-Berufskolleg am Samstag, den 9. Februar 2019. Zum ersten Mal fand die Veranstaltung auch in den neu gestalteten Schulräumen in Haltern am See statt. Das Hans-Böckler-Berufskolleg hat über ganz viele Jahre schon den Tag der offenen Tür in Mahl veranstaltet. Und jetzt haben wir ein ganz neu renoviertes Schulgebäude und möchten auch ganz gerne den Eltern unserer Schüler und auch unseren zukünftigen Schülern die neuen Räumlichkeiten und das Gebäude in Haltern präsentieren. An den beiden Bildungsstandorten werden derzeit über 3000 Schülerinnen und Schüler von 170 Lehrkräften unterrichtet. Am Standort Haltern konnten die Besucher alle Fachbereiche der Schule kennenlernen und in viele Räume schauen, zum Beispiel die digitalen Lehrerarbeitsplätze. In allen Bereichen stellten sich Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler mit besonderen Projekten und Demonstrationen vor. Also neben den klassischen Wirtschaftsbildungsgängen, für die wir ja in Haltern auch bekannt sind, werden wir noch die Bildungsgänge im Bereich Soziales und Ernährung vorstellen. Das ist einmal die Berufsfachschule für Gesundheit und Soziales und die Ausbildung zum Erzieher inklusive des Vollabiturs. Dann werden wir noch vorstellen im Bereich Medientechnik, die zweijährige Berufsfachschule für Medientechnik, wo man sein Fachabitur erwerben kann. Und dann die klassischen Bildungsgänge im Bereich Wirtschaft und Verwaltung, einmal die ebenfalls zum Vollabitur führen und zum Fachabitur. Und dann haben wir zusätzlich noch den kaufmännischen Assistenten, der eine Ausbildung inklusive Fachabitur oder Vollabitur gewährleistet. Bereits zu Beginn war das Interesse von Eltern und zukünftigen Schülern groß. Kurzentschlossene konnten am Samstag schon die vollständigen Bewerbungsunterlagen für das kommende Schuljahr abgeben oder Hilfe bei der Anmeldung über Schüler Online erhalten. Wir können ganz genau wie alle anderen Schulen auch jeweils 25 bis 30 Schüler pro Klasse aufnehmen. Und dann kommt es halt darauf an, wie viele Anmeldungen wir haben, ob wir in den einzelnen Bildungsgängen ein oder auch zwei Klassen aufmachen werden. Eine genaue Zahl gibt es da, glaube ich, auch gar nicht. Besonderes Interesse fand der Fachbereich der Zahntechnik. Schüler präsentierten hier Arbeiten an einer Zahnprothese. Insgesamt verlief der Tag der offenen Tür positiv. Die Schule konnte etliche Anmeldungen entgegennehmen.